Eigentlich hatte ich letztes Jahr schon geplant, alle meine Hörspiele und auch meine Soundtracks bei Spotify zu hosten. Ich war vor allem auch scharf auf diesen Artist-Haken, weil ich dachte, irgendwann möchte ich das Ganze vielleicht mal monetarisieren und dann so meine ganzen Kosten, die ich so habe, vielleicht so ein bisschen zu decken. In der Theorie klang das alles relativ simpel. In der Praxis, muss ich sagen, hat sich das Ganze doch deutlich komplizierter dargestellt, als ich dachte. Was alles schiefgelaufen ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Ihr müsst einfach dranbleiben. Glück auf, ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. Wie ich schon erzählte, ich wollte letztes Jahr alle meine Hörspiele und meine Soundtracks einfach bei Spotify hosten. Und das wollte ich zwar nicht so machen, wie wir das mit unserem Podcast machen, sondern ich wollte wirklich das als offizieller Spotify-Artist machen und die Möglichkeit haben, das Ganze zu monetarisieren. Ich erwarte damit natürlich keine Millionengewinne, aber ich dachte, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, so meine Kosten, die ich so habe, es vielleicht so ein bisschen zu decken und in ein, zwei Jahren, wer weiß, verdiene ich damit vielleicht ein paar Cent. Ihr werdet vielleicht merken, dieses Video ist jetzt kein normales Tutorial, was ich sonst so mache, und ich muss ehrlich sagen, ich wusste auch am Anfang erst gar nicht, wie soll ich das denn nennen. Ist es ein Erklärvideo? Ist es ein Tutorial? Ist es vielleicht ein Erfahrungsbericht? Und ich habe mich letztendlich dazu entschlossen, das Ganze einfach unter der Rubrik Story laufen zu lassen. Das heißt, vielleicht nehmt ihr bei der ganzen Sache etwas mit und ich kann euch vielleicht ein paar Fehler von mir aufzeigen, die ihr dann verhindern könnt. Deswegen seht es einfach so als kleinen Story-Workshop oder als Erfahrungsbericht. Aber fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Ich habe letztes Jahr, das war glaube ich so im Oktober, habe ich angefangen so ein bisschen zu recherchieren, wie man seine Hörspiele einfach bei Spotify und auch bei anderen Streamingdiensten, wie man das da hosten kann. Und manche haben ja die Möglichkeit, wie bei Spotify zum Beispiel, da gibt es ja diesen Podcaster Spotify, da kann man seine Sachen einfach hochladen. Das wollte ich aber nicht, weil diese Sachen sind quasi nicht monetarisiert und man bekommt auch nicht diesen Artist-Haken an der Seite. Ich wollte das schon so das Ganze so ein bisschen offizieller machen und ich bin ja auch neugierig, deswegen habe ich gedacht, ich wollte dieses Prozedere vor allem auch mal ausprobieren, wie man wirklich ganz offiziell als Label oder als Künstler seine Sachen bei Spotify hosten kann. Und ich muss sagen, die Theorie war relativ simpel, in der Praxis gab es dann doch einige Schwierigkeiten, bei mir waren es am Anfang auch so ein paar Verständnisschwierigkeiten, aber das erzähle ich euch alles in diesem Video. Ich habe mir gedacht, es müsste doch einfach eine Möglichkeit geben, die Hörspiele direkt bei Spotify hochzuladen, so wie man das bei den Podcasts machen kann. Bei den Podcasts kann man zum Beispiel einfach über ein RSS-Feed die Sachen einstellen und Spotify zieht sich das dann von der Quelle und veröffentlicht den Podcast dann ganz einfach auf Spotify. So, das Problem dabei ist, man ist nicht kein offizieller Artist und man kann es halt nicht monetarisieren. Und ich wollte ja schon wirklich als richtiger Artist auf Spotify gelistet sein und eben auch diesen Haken bekommen. Das war mir persönlich ganz wichtig und wie gesagt, ich probiere die Dinge einfach ganz gerne aus. Deswegen habe ich mir dieses Projekt vorgenommen und dachte mir, ich fange einfach mal an. Es gibt einfach nicht die Möglichkeit, wenn man als offizieller Artist bei Spotify gelistet sein möchte, die Sachen direkt hochzuladen. So funktioniert es nicht. Ich habe auch versucht, mich direkt als Artist anzumelden. Es gibt ja die Seite artist.spotify.com. Da kann man sein Artist-Profil einrichten. Das Problem bei der Sache ist aber, man muss, bevor man dieses Artist-Profil wirklich einrichten kann, muss man sein Artist-Profil auf Spotify claimen. Das bedeutet, man muss erst Musik auf Spotify haben. Das kann man dann beanspruchen und dann ist man offiziell Artist von dem, was man da hochgeladen hat. Mein Problem war einfach, ich habe einfach nicht verstanden, wie kann ich denn jetzt die Musik verdammt nochmal hochladen, wenn ich doch erst mein Spotify Artist Profil einrichten kann, wenn ich die Musik schon bei Spotify habe. Und alle Tutorials, die ich gesehen habe, haben aber genau da angefangen. Die Musik war schon bei Spotify und dann haben sie über Artist Spotify ihre Profil geclaimed. Und diesen Schritt davor, den habe ich nicht verstanden, wie das funktioniert. Und es führt leider kein Weg daran vorbei. Man muss den Weg über einen Distributor nehmen. Ein Distributor macht nichts anderes als das Hörspiel, was ich an Spotify übergeben möchte. Die überprüfen das, ob ich auch die Rechte und so weiter habe, ob alle Lizenzen geklärt sind, ob ich das auch wirklich darf. Sie hören sich das dann auch an und geben mir dann die Freigabe und die verteilen das Ganze dann an die Shops, sprich Spotify und Co. Das Ganze ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Da hat jeder Dienst so verschiedene Kostenstrukturen. Es gibt welche, da bezahlt man pro Jahr
für jedes Artist-Profil. Dann gibt es welche, die einfach pro Album oder pro Song, also pro Track bezahlt werden. Ich habe mich also für einen Distributor entschieden und habe dann angefangen, meine Soundtracks hochzuladen. Und dabei ist mir aufgefallen, okay, das gibt schon da so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Die Cover müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die Musik muss auch eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, die Benennung muss auch eine bestimmte Voraussetzung erfüllen. Wenn was nicht passt, kriegt man eine E-Mail, wo dann drin steht, immer, da stimmt etwas nicht, du musst ein bisschen nacharbeiten. Das war am Anfang also sehr häufig der Fall, weil irgendwas einfach irgendwann nicht immer stimmte. Und da wird sich auf jeden Fall drum gekümmert und es wird auf jeden Fall auch überprüft. Man kann also nicht einfach irgendwelche Sachen hochladen. Ihr könnt mir ja vielleicht in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch schon mal versucht habt, bei Spotify eure Hörspiele oder eure Musik zu hosten und was da bei euch alles so schief gelaufen ist oder ob es vielleicht bei euch einfach sehr gut funktioniert hat. Wie gesagt, bei mir war so ein bisschen holprig, weil ich nicht so richtig die Erfahrung hatte und mich vielleicht auch nicht richtig am Anfang informiert hatte. Und deswegen dieses Video, wo ich euch sagen kann, ja, hier könnt ihr ein bisschen aufpassen und ja, vielleicht müsst ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringen, als doch erwartet. Deswegen kein richtiges Tutorial, vielleicht eher so ein Erklärvideo oder halt eine Story, ein kleiner Erfahrungsbericht von mir für euch. Und schreibt mir einfach, ob es euch gefallen hat. Ihr dürft natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Ihr wisst ja, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch keines meiner neuen Videos. Irgendwann habe ich es dann geschafft, einen Song hochzuladen, der dann auch wirklich auf Spotify veröffentlicht wurde. Und diesen konnte ich dann über artist.spotify.com einfach als mein Profil claimen. Das Ganze läuft dann erstmal über mein Ohrenkino. Das ist also das Artist-Profil und dort findet ihr auch alle Soundtracks, die ich bis jetzt gemacht habe. Die könnt ihr euch da anhören. Ich wollte aber auch meine Hörspiele dort listen. Ich wollte diese Hörspiele auch unter meinen Ohrenkino listen. Aber das Problem war Nummer 1, der Distributor, den ich mir ausgesucht hatte, veröffentlicht keine Hörspiele, sondern er hat sich nur auf Musik konzentriert und das habe ich vorher so irgendwie nicht lesen können, weil die meisten Distributoren sprechen halt allgemein immer von Musik und keiner spricht von Hörbüchern und Hörspielen. Das heißt also, für meine Hörspiele brauchte ich einen zweiten Distributor. Den habe ich auch gefunden, ist ein relativ großer, den wahrscheinlich die meisten bei Spotify nutzen und die Kosten waren auch jetzt so, dass ich sage, das war überschaubar, das war für mich auf jeden Fall okay. Und da ist es halt so, dass man für jedes Profil, was man bei Spotify und Co. claimen möchte, muss man halt für zahlen. Das sind eine Jahresgebühr von ungefähr, glaube ich, $15. Das ist also wirklich überschaubar und bezahlbar. Und dann kann man einfach so viel hochladen, wie man möchte, unter diesem Profilnamen oder unter diesem Artistnamen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann angefangen mit Maturum Kibus und dachte mir so, jetzt kann ich einfach alles hochladen, eine Woche warten und dann kann ich das bei Spotify claimen. Das funktioniert leider auch nicht so. Die Wartezeiten sind doch viel länger, als ich dachte. In der Beschreibung steht immer so, ja, nach 3, 4, 5 Tagen kannst du die Sachen dann an die Shops übergeben. Das heißt also, der Prozess für die Überprüfung, der geht eigentlich relativ schnell. Danach gibt es so eine kleine Zeit, die man einrechnen muss, damit die Shops auch die Chance haben, alles richtig einzustellen. Also da habe ich gedacht, ja gut, dann wartet man eben 2 Wochen. Wenn alles super läuft, mag das auch so sein, aber wenn irgendwo ein Fehler drin ist, dann zieht sich das Ganze auf jeden Fall immer wieder hin, weil das Hörspiel muss dann wieder von neuem bewertet werden. Bei mir war das Problem, dass ich die Benennung der einzelnen Tracks nicht ganz korrekt gemacht habe. Da gibt es wohl mittlerweile eine Änderung, wie man das zu machen hat. Man darf das nicht einfach Track 1, Track 2, Track 3 nennen. Also generische Namen sind da nicht erlaubt, beziehungsweise es gibt viele Shops, die das einfach ablehnen würden. Das heißt also, jeder Track muss auch wirklich einzigartig benannt werden und das hat einfach einen Moment gedauert, bis ich das alles so durch hatte. Dann fängt ja wieder der Prozess neu an, jemand muss das überprüfen, dann kriege ich wieder eine Freigabe und irgendwann kommt dann die Nachricht, so, jetzt hast du alles perfekt gemacht und dann geht's los. Und dann ist es aber noch nicht bei Spotify, sondern es ist zuerst, wird es an die Shops übergeben und man muss
nach diesem Veröffentlichungstermin, der dann unter Umständen vielleicht nur eine Woche dauert, dauert es dann nochmal bis zu 3 Wochen, kann es dauern, bis das Ganze dann an die einzelnen Streamingdienste und Plattformen übergeben wurde. Man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen und das Ganze funktioniert auf gar keinen Fall mal so hoppla hopp. Und das hatte ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen anders vorgestellt, weil ich da auch einfach keine Ahnung von hatte und wurde einfach eines Besseren belehrt. Deswegen mache ich dieses Video erst dieses Jahr und nicht letztes Jahr, weil es einfach so lange gedauert hat, dass ich im Dezember es einfach nicht geschafft habe, die Sachen online zu stellen. Und es sind jetzt auch immer noch nicht alle Hörspiele online. Das mache ich jetzt alles nach und nach. Ich versuche noch alle anderen Hörspiele auch online zu stellen. Wie gesagt, es dauert halt immer ein bisschen, bis zu 3 Wochen, wenn man etwas einstellt. Das heißt, wenn ich heute Abend anfange, etwas einzustellen, ist es frühestens erst in 3 Wochen auf den Streaming-Plattformen verfügbar. Deswegen müsst ihr da noch ein bisschen Geduld haben, aber ihr könnt ja schon mal gucken, wenn ihr wollt. Geplant ist auf jeden Fall, alle Folgen von Motorum Kibus hochzuladen. Dann werde ich natürlich Maximilian Stark noch ein bisschen überarbeiten und dann auch uploaden. Und ich werde auch die Creepy Tales hochladen, sofern die Autoren zu dem Ganzen zustimmen, weil das Projekt war ja ursprünglich nur für YouTube gedacht. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte die Geschichten auch vielleicht einem größeren Publikum zugänglich machen, wenn ich das Ganze bei Spotify hochlade. Es wird dann auch für Creepy Tales ein eigenes Artist-Profil angelegt und da findet ihr dann alle Stories, die wir dann bis jetzt gemacht haben. Ich werde auch alles auf dem Hauptkanal von mir bzw. in dem Hauptprofil Mein Ohrenkino werde ich alle Playlisten verlinken. Das heißt, wenn ihr Mein Ohrenkino folgt, dann seht ihr auch, was ich alles so hochgeladen habe, weil ich immer eine neue Playlist erstelle, wenn ich wieder neue Hörspiele hochgeladen habe, beziehungsweise wenn sie veröffentlicht wurden. Wenn ihr noch Lust auf ein weiteres Video habt, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Es hat vor kurzem bei uns geschneit und das musste ich ausnutzen und habe im Schnee so ein paar Schritte und Geräusche aufgenommen, aber das seht ihr dann in dem Video. Bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!